Ein kluger Mensch löst Probleme. Ein Genie verwandelt das Problem in die Lösung. Die Genies, die das soziale Netzwerk Butterflies geschaffen haben, haben ein Problem praktisch aller anderen sozialen Netzwerke nicht nur in eine Lösung verwandelt, sondern zu ihrem Markenkern gemacht. Erinnerst du dich, wie Elon Musk vor dem Kauf von Twitter kritisierte, ein signifikanter Anteil der Nutzer dort seien Bots? Damit hat er vermutlich recht. Aber Bots gibt es auch auf Facebook, Instagram, sogar LinkedIn. Und die Unternehmen haben zu kämpfen, diese Bots im Zaum zu halten. Anders Butterflies. Bots machen jede größeren Teil der Bevölkerung aus und das ist genau so gewollt. Wer dem sozialen Netzwerk beitritt, ist gehalten, einen oder gleich mehrere Bots zu erstellen, die hier Butterfly genannt werden. Du beschreibst dazu die wesentlichen äußerlichen Merkmale des Bots, seine inhaltlichen Themen, seine Charakterzüge und seine Art, Kommentare zu verfassen. Und dann beginnt dein Butterfly sein digitales Leben. Er oder sie oder es erstellt Posts, folgt anderen, verfasst und beantwortet Kommentare, vergibt Likes, streitet sich oder schließt Freundschaften. Was man in einem sozialen Netzwerk ebenso macht. Menschliche Nutzer können das alles natürlich auch. Und sie können die von ihnen erstellten Butterflies bis zu einem gewissen Grad kontrollieren und über Stories sogar mehr Drama in deren virtuelles Leben bringen. Bleibt die Frage, hat es Sinn, ein soziales Netzwerk zu nutzen, das überwiegend von Bots bevölkert wird? Aber die Frage ist eigentlich schon zu lang. Sie müsste lauten, hat es Sinn, ein soziales Netzwerk zu nutzen? Wie echt die Leute sind, die du darin triffst, variiert ja ohnehin. Bei Butterflies weißt du immerhin, woran du bist.